Der österreichische Arzt Lorenz Böhler forderte 1917, dass der Unfallchirurgie endlich Beachtung geschenkt werde. Die Tausenden von Kriegsverletzten, die zu Krüppeln wurden, beschäftigten ihn, und er stellte die revolutionäre Behauptung auf, dass den meisten Verwundeten in den Kriegslazaretten der Arm oder das Bein hätte gerettet werden können. Er forderte, dass der Patient Ruhe haben müsse. Die gebrochenen Knochen richtete er zum Beispiel durch Strecken möglichst genau in ihrer natürlichen Stellung ein und fixierte sie dann. Seine Patienten mussten aber alle nicht betroffenen Muskeln und Gelenke von Anfang an bewegen. Eigentlich sehr einfache und klare Forderungen. Aber sie revolutionierten das damalige Verständnis der Unfallchirurgie. Die Böhlersche Methode ist millionenfach erprobt und bei vielen Brucharten nach wie vor unbestritten. Im Unfallkrankenhaus in Graz wird heute etwa die Hälfte der Knochenbrüche mit dieser sogenannten konservativen Methode behandelt. Ein 74-jähriger pensionierter Schuldirektor stürzt daheim und hat sich einen Unterschenkeldrehbruch im Schaftbereich zugezogen. Hier das Schienbein gebrochen, das Wadenbein etwas weiter oben.